Heute wird Band 18 gezeichnet im Konstruktionstagebuch Zweimastschoner Germania. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wir zeichnen heute in diesem Video gemeinsam Band 18. Wir werden die nachfolgenden 7 Arbeitsschritte in diesem Video anwenden: Komponente erstellen, Bild einfügen, eine Skizze erstellen, die Skizze in einen Volumencurver konvertieren, das Bauteil beschriften, dem Bauteil ein Material zuordnen und das Ganze dann mit einem Gelenk fixieren. Wie gerade erwähnt, starten wir mit einer Komponente. Dazu müssen wir die richtige Position der Spanten aktivieren, damit wir die Komponente an der richtigen Stelle einfügen können. Aktivieren. Ah, ist schon aktiviert. Neue Komponente auswählen und wir benennen diese gleich in Spant 18, kontrollieren dann auch gleich, ob diese aktiviert wird beim Erstellen. Zur richtigen Positionierung der Konstruktionsebene benutze ich einen Hilfsquader, um die Ebene genau an einem Punkt auszurichten. Also erstellen wir einen Quader. Nur noch schnell benennen in Hilfskörper. Als nächsten Schritt legen wir eine Konstruktionsebene auf die Fläche für unsere Skizze und benennen diese in Spant 18. Nach dem Einfügen skalieren wir es erst einmal auf eine beliebige Größe. Skalieren wir das Bild anhand einer bekannten Größe und schieben es an die richtige Position. Zur Kontrolle schauen wir seitlich auf die Zeichnung, um mit der Skizze Kiel dem Bild zu vergleichen und betreiben vielleicht noch ein bisschen Feintuning. Der nächste logische Schritt ist, mit der Skizze anzufangen.
Beenden wir die Skizze, damit wir ihr den Namen Spant 18 geben können. Als nächsten Punkt können wir endlich einen Volumenkörper daraus generieren und fangen mit den Skizzenelementen für den Spant 18 an. Jetzt braucht das Bauteil eine Kennzeichnung, damit wir es nach der Fertigung auch in dem Gesa Jetzt braucht das Bauteil eine Kennzeichnung, damit wir es nach der Fertigung auch in dem ganzen Bausatz der richtigen Stelle beim Zusammenbau zuordnen können. Also benötigen wir eine neue Skizze mit dem Tool Text. Beenden wir die Skizze, damit wir ihr den Namen Spant 18 geben können. Als nächsten Punkt können wir endlich einen Volumenkörper daraus generieren und fangen mit den Skizzenelementen für den Spant 18 an. Jetzt braucht das Bauteil eine Kennzeichnung, damit wir es nach der Fertigung auch in dem ganzen Bausatz der richtigen Stelle beim Zusammenbau zuordnen können. Also benötigen wir eine neue Skizze mit dem Tool Text. Wenn wir die Skizze fertiggestellt haben, beschriften wir diese. Um das Ganze später auf dem Bauteil sichtbar zu haben, prägen wir das Ganze auf das Bauteil. Nun bleiben uns nur noch die vorerst letzten Schritte zu erledigen. Fangen wir damit an, dem Bauteil
ein Material zuzuordnen. Damit sich das Bauteil nicht mehr verschieben kann, müssen wir es noch fixieren. Dies geschieht über den Befehl Verbinden, wie modelliert im Register Zusammenfügen. Danke, dass ihr mein Konstruktionstagebuch vom Zweimastschoner Germania verfolgt. Das nächste Bauteil, dem wir uns widmen, wird Spann 7 sein. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.